Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Und auf das Szenario habe ich mich schon sehr gefreut, dass ich es jetzt endlich mal spielen kann. Das ist ein Szenario mit der Class 411 hier. Und da hat es richtig, richtig viel KI-Verkehr drauf. Und soll halt so realistisch wie möglich sein. Da haben wir zum Beispiel den ehemaligen Gatwick Express hier. Und schaut mal, hier ist alles voll. Und die fahren dann auch. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich auf meinen neuen Rechner aufnehme, also mit der RTX 3080 und krieg, ich habe es hier schon ein bisschen angespielt, trotzdem nur so am Anfang zwischen 15, 22 FPS, mehr nicht. Und mit dem Rechner davor hat es halt richtig geruckelt, als wir da hier losgefahren sind, also ich losgefahren bin zum Testen. Leichte Ruckler werden wir jetzt hier auch noch haben, aber es ist spielbar, sagen wir es mal so. Sobald wir dann aus der Stadt draußen sind, geht es dann wieder besser, dann gehen die Zahlen auch wieder nach oben. Links oben habe ich mal rein aus Neugierde den FPS-Counter mit eingeblendet. Und ich glaube, ich habe ein bisschen Atomproblem. Also im Spiel, weil manchmal sind die Sachen auf einmal viel lauter, als es eigentlich im Kopf hatte. Naja, werden wir sehen. Wir machen jetzt erstmal den Zug bereit. Wir müssen da vorne die Blenden noch wechseln, Leute einsteigen lassen und dann pünktlich abfahren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. So. Da zum Beispiel, der Sound. Ist irgendeine Lüftung oder was auch immer da jetzt, bevor es so laut ist? Ich habe das nicht so laut in Erinnerung. Das sieht auch gruselig aus hier. So. Schauen wir mal kurz nach draußen. Halt. Das war das Falsche. Ja, das kann man jetzt lassen. Headlight. Dich hätte ich jetzt noch gern. Den Mister machen wir mal aus. Ich vermute nämlich, dass der ist. So. Geht das nicht? Wolltest du mich jetzt da gerade eine Notbremse reindrücken? Sitzt jetzt, ist wieder leiser geworden. Ich verstehe das nicht. So. Wunderbar. Fährt auch gerade was rein. Also es ist wirklich spannend, was man da hier so sieht, in dem Szenario. Die Ausfahrt wird auch gleich geil. So, mal Licht gucken. Ja. Wunderbar. Das klappt eine Stunde, das Szenario. Und ja, ich bin echt gespannt, was wir in der Stunde so erleben werden. Das müsste jetzt eine 411 sein, oder? Die da gerade rausduckert. Ja. Gespannt. Nice. Ach, der Zug wird dann auch gleich wegfahren. Und der war zumindest beim Test verhältnismäßig laut und dann mit der Ton einfach mal weg gewesen. Ich weiß nicht, ob das gewollt war, weil er dann halt kein Gas mehr gegeben hat. Ich weiß es nicht. Werden wir dann gerade sehen, wenn wir ein bisschen mehr reinspielen. Aber solche Szenarien sind natürlich echt super, wenn ein Haufen Verkehr ist, damit es halt realistisch ist. Oh. Schauen wir mal, ob die Saloon-Lights an sind. Ne, sind sie nicht. An mit O. Okay. Also ist hier auch dran. Hier drin brauche ich es jetzt aber nicht. Aber das Szenario gibt es übrigens auf Alan Thompson. Heißt halt. Heißt 2F57 1326 Waterloo nach Guildford. Hat noch ein paar andere gemacht. Aber wie gesagt, da jetzt wieder voll runterdrehen mit der Leistung. Oder echt starken Rechner nutzen. Für die Szenarien, was er da gemacht hat. Oh, und der neue Rechner, der ist so leise. Den hört man de facto gar nicht.
Ich habe auch mal dieses RTX-Audio mal zwischengeschalten. Das soll eigentlich die ganzen Nebengeräusche, glaube ich, hat es vorher auch nicht wirklich gehabt. Ich glaube, ich habe es relativ gut eingestellt. Komplett wegfiltern, dass nur die Stimme da ist. Das bin dann gespannt, was ihr dazu sagt. Da mit den Grafikeinstellungen bin ich noch nicht ganz happy. Ich würde sie gerne noch weiter raufdrehen. Aber bei dem Szenario ist es uns nicht wirklich spielbar. Mal vor, und wir dürfen fahren. Mal schauen, wie ich mich heute tun. Das Zucken ist halt nicht so schön, aber das ist halt so eine PS-Sache. Oh wow, das sieht creepy aus. Da macht doch kurz im Cap drin, also im Führerstand. Müssen wir aufpassen, das ist der Ton dann gleich weg, doch. Nicht, was für Zoom-Level ich mache. Und der nächste Zug. Also es ist echt viel los hier. Jetzt ist er weg. Und da kommt der nächste Gatwick Express. Oder ehemaliger. Gott, mal 15 FPS, ne? Ganz wie geil. Nice. Die Handbremse, ja, ist weg. Nur gewesen mit angezogener Handbremse da rumfahren. Ja, nächster Halt ist Surbiton, Bahnsteig 3 um 13:41 Uhr. Noch in Time. Ah, das kann sich bei mir alles ändern. So. Komm mal auf der Seite raus. So, ich entschuldige da das Stockern, es wird besser. Kann man den einholen? Gebt euch den Verkehr. Aber es sind halt richtig schöne Emos, die da heute unterwegs sind. Und der nächste. Also, das ist Wahnsinn. Ich bin noch kein Szenario gefahren, wo so viel Verkehr los war. Ich meine, aus berechtigten Gründen, weil das braucht halt Ressourcen, bis zum geht nicht mehr. Und der alte Train Simulator ist halt nicht gerade wirklich geil optimiert. Vor allem, wenn es dann um Multicore-Ausnutzung geht und sowas. Den da oben auf der Brücke.
Da sind auch gerade welche gefahren. Die vielleicht noch? Ach, da oben. Da. Sogar da. Ist das nice. So stelle ich mir halt einen Train Simulator vor. Sogar da fährt noch einer. Ganz schön lange sogar. Ja, jetzt fängt es wieder ruckeln an. Also, bald sind wir wieder. Wenn wir weg aus dem ganzen Bereich. Dann soll es eigentlich wieder gut sein. Und ich meine, jetzt sind 70, was ich vorher gehabt habe. Die war ja nicht langsam. Also, da habe ich eigentlich auch alles spielen können. Und auch den Train Simulator. Aber bei dem Szenario einfach keine Chance. Oder da bin ich irgendwo dann halt durchgehend nur bei 10 FPS oder weniger gewesen. Haben wir jetzt da einen Service wohl hinterher? Warum warst du vorher da kurz gelb? Gelb. Wieder grün, ja, ich glaube, wir fahren wirklich jemanden hinterher. Oh! Der Alteric Gatwick Express mit der Class 73, glaube ich, ist das. Nice, 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 nice. Ich traue mich jetzt gerade nicht wirklich nach draußen zu gehen. Jetzt wollen wir gerade da den Service hinterherfahren. Mal ganz kurz rausgucken. Schön. Ja, wir fahren wirklich an nach. So, sind wir bei 13 FPS. Wahnsinn. Ah, 18. Wahnsinn, wird schon besser. Der nächste Service. Was für ein komisches Scrollen. Auch alles voll hier. Die Strecken bin ich ja schon lange nicht mehr gefahren. War bahntechnisch interessant zu fahren. Ja, schade, dass PS nicht weiter optimiert ist. Ich meine, das ist ja schon lange einfach ein Problem. Ja, eigentlich ist ja schon ein richtig altes Spiel jetzt. Wo ist er der Schacht mit der Verfrühung zu kommen?
Das ist ein bisschen abhängig von den Signalen da. Und wie ich bremse. Ey, wir sind jetzt bei 23 FPS. Oh, 25. Wahnsinn. So, jetzt wird's hier nochmal was. Also ich hoffe, wir können da ohne 20 Bremsung da halt mal durchfahren. Sind dann auch gleich mal da. Ja, wir sollten jetzt mal langsamer werden. Wenn wir Glück haben. Ich glaube, derjenige, der vor uns ist, genau da stehen. Wo wir auch stehen bleiben müssen. Wäre doch eigentlich langweilig, wenn hier immer alles grün wäre. Ist ja echt ja auch nicht. Aber die Kantenglättung gefällt mir jetzt noch nicht so sehr. Da geht noch was. Sechs Meilen noch. Eigentlich schon hinkriegen. Hupfer haben wir ja noch. Ach was, blinken. Das heißt, wir werden jetzt doch auf die langsame Leine umgleitet. Die Gatwick Express. Bei ihm war die Gatwick besser gesagt. Warum gehen die Wischer nicht mit der Steuerung? Scheiße. Und bei der Class 411, wenn es da regnet, dann ist Swiss Sleep Gaudi angesagt. Ach man, das machen die doch extra. Oh nö. Ja, wobei, muss gar nicht heißen, dass wir auf Slow kommen. Aber zumindest haben wir erstmal eine grüne Phase haben.
Ja, fast perfekt. Wir sind mal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, Schild. Ja. Ich sage, das passt doch. Auch alles gut. Scheißwetter. Ah, das macht doch Laude. Wieder was? Ein Artverwandter. So. Ich brauche erstmal Kaffee. Den stürfe ich mal ganz kurz. Und da bin ich auch wieder. Ah, oh, das Wetter wird nicht besser. Also jetzt sagen wir, jetzt wird es schwierig mit der Erzfahrt. So, puh. Ich party einfach, wenn es das ist, so gar nicht. Ich glaube, die kann auch gar nicht satten. Jetzt doch. Nee. Nix sanden hier. Ventilation. Den Krach gemacht. Ich lass mal an. Komm mal wieder an. Ja, wenn wir sehen, sehen wir nichts. Jetzt glaube ich gar keinen. Doch, ihr hättet. Jetzt muss ich mal gerade draußen schauen. Kurz ranzoomen. Nee, nix, Scheibenwischer. Ja, wirkt eigentlich ziemlich lebendig. Also ich gehe mal davon aus, dass das alles nach Timetable ist, was er da gemacht hat. Lange halt hier. Sind wir noch viele von denen unterwegs? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es von denen gebaut haben. Hier auf der Route da so aktiv. Ja, wer es weiß. Gerne in die Kommentare reinschreiben. Und auch generell, was ihr von dem Szenario so hält. Diesen? Ja, tatsächlich. Ah. Okay, die Problem. Es ist so. Ja, wie jetzt? Wird es jetzt wieder schön? Doch eine Verarsche, oder? Ach ja, das ist halt das Armstrong Powerhouse Weather Pack. Gut, ich will auch gar nicht mehr ohne fahren. Das ist einfach so viel mehr Spaß. Weil im Stockwetter sieht es erstens noch viel schlimmer aus. Und du hast diese dynamischen Wechsel nicht. Jetzt wieder ausmachen. Ja. So.
an, ob man jetzt gerade direkt einen Wheelslip kriegt. Sieht man danach ganz gut am Tacho, wenn der so nach oben rauscht auf einmal. Was er auch in echt tun wird. Aber sieht nicht so aus. Timo ist auf meiner Seite. Doch, da hat man. Jetzt ist halt die Kunst, genau richtig Gas zu geben, ne? Dass wir zeitig ankommen, aber ohne, dass wir durchrutschen. Ja, auf so eine E-Mail, man hätte echt lange warten müssen. Also es ist echt geil, dass Armstrong Power das Tier rausgebracht hat. Rein vom Detailgrad, vom Fahren her. Mal schauen, ob er sich jetzt beim Bremsen auch lieb hat. So, de la. Oh, oh, oh. Da habe ich mich jetzt aber verbremst. Das gibt Abzug. Aber immerhin noch auf der Plattform drauf. Eigentlich da hinten stehen bleiben sollen. So, machen wir die Ansicht immer wegfahren. Müssen wir aufpassen, die Tür vom Guard, wenn es jetzt richtig skriptet ist, bleibt offen. Müssen wir auch von der Plattform wechseln. Die auch so ist. Ja, sieht nicht so aus. Oder höchstens vielleicht hinten. Ne, haben es nicht mit drin. Schade. Gibt ja noch das Feature, dass kurz vorm Anhalten die Türen schon aufgehen. Da haben sie auch gemeint, das wäre in echt auch so. Dass halt die Leute schon rausgehen wollten, als der Zug noch gar nicht gestanden ist. Macht uns S-Bahn auch. Gott, da geht's jetzt vom Lokführer aus. Aber kurz bevor sie steht, geht schon die Tür auf. Ah.
Das gibst du mir jetzt wieder. Nö. Hab ich Glück. Ja, wunderbar. Wow, jetzt sind wir schon bei 30 FPS. Wie es läuft. Ja, mal schauen, ob ich es jetzt diesmal hinkriege. Ich möchte bei dir halt nicht so sehr in die Eisen gehen. Aber die letzten Szenarien ist das Teil halt einfach immer durchgerutscht. Ah, da hätte ich ein bisschen später anfangen können. Wann hin soll man eigentlich? So. Minimal überschossen hier. Naja, grenzwertig. Und tschüss. Irgendwo, ich glaube, da auf der Seite. Also das ist ein Circuit Breaker und wenn du dann vom Gas auf Null gehst, siehst du dann auch richtig blitzen da. Es sind heute die Details, ne? Aber wir machen... Ah, scheiße. Ich hab's voll verpeilt, dass wir schon wieder wegfahren dürfen. Ich hab das Modell angeschaut. Das ist das Modell. Zug. So. Shit. Ja, das mit dem pünktlich, das kann jetzt was werden. Es ist ja so geil, ne? Broken down, don't ask the audience, don't go 5-5. Und phone a friend. Der Helmut Marko. Ja, Mann. Was passiert, wenn ich das mache? Okay, ich glaube, ich habe da jetzt einen Trick für die. Jetzt hätte ich ja nicht wieder richtig angehalten. Aber bei der nächsten Station probiere ich mal was aus.
kurz bei der Station, dann hol in die Eisen mal rein. Mein Bahnsteig hier jetzt in der Mitte. So, die Freecam. Hat auch mehrere Innenansichten. Mal dann durchgehen, später in der Fahrt. Und gab es auch in der Variante mit dem Buffetwagen. Da. So. Wir haben uns wieder einen Gatwick Express überholt. Wann ist denn wieder Timetable hier? Gar nicht. Okay. Also so finde ich das echt schon besser. 30 FPS, jetzt fast 40. 60 wäre ein Traum. Aber das in den Train Simulator zu schaffen, ist de facto unmöglich. Mal kurz schauen, ob man das hier sieht. Oder es blitzt zumindest. Ja, man sieht's. So nice. Ja, so wahnsinnig oft bin ich mit der Zeit nicht gefahren. Da habe ich das perfekte Bremsgefühl noch nicht drin. Es ist auch von RSSLO, glaube ich, wie auch immer das betont, die neue Strecke rauskommen. Da will ich dann auf alle Fälle auch noch ein Video aufnehmen. Wird schon wieder zu spät. 8Ks. Weiß nicht, am Anfang zieht er voll rein und dann wird er nicht mehr. Ja, wir sind eigentlich genau an der Tafel. So ungewohnt, dass es so ruhig ist. Ich wollte rechnen, aber echt einen Düsenjet. Ich weiß, zu spät. Ja, wenn ich für mich allein fahre, nutze ich das de facto nie. Wasser. Jetzt mal zum Durchdrehen krieg. Da unten blitzt es an, wenn ich jetzt da gleich wieder runtergehe.
erstmal machen. Sehen. Aber machen wir es dann nochmal? Doch jetzt. Da sieht man es. Byfleet and Yeehaw. Yeehaw! Eigentlich schon noch ganz gemütlich hier, ne? Ja, ich glaube, wir fahren jetzt dazu gehen, diesen langsam ein Regio. Wäre schon die 8 gewesen hier. Bremsen reagieren auf alle Fälle unterschiedlich. Könnte eigentlich auch mal Serious Only fahren. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob man da jetzt einfach so umstellen können, ohne dass ich da wieder zurücksetzen muss. Da müsste ich jetzt das Hardboard gucken. Aber das will ich jetzt nicht. Ja, also die Hupen. Könnte sauber gemacht werden. Versuchen mit der Ansicht anzuhalten. Jetzt haben wir halt richtig schön mit den Bremsen greifen. So anhalten ist kacke. Ja, schieße ich natürlich drüber. Ich sollte nicht so viel Spielchen machen. Ganz ehrlich. Das geht nie gut aus. Jedes Mal. Tut mir leid an denjenigen, der da vorne rausgehen will.
Nein, nein, nein. Gib dir den Abzug. So. Ach nö. Das ist 421, glaube ich. Also der Wechsel ist ja schon recht schnell, ne? Zwischen Sonne und Regen. Es haben es jetzt auch geil gemacht, dass es so ungleichmäßig schnell ist. Also die eine Richtung schneller als in die andere. Bist du oben eigentlich mit? Also na, sieht das gar nicht. Komm, bleib oben. Na. Das schaut irgendwie so ein bisschen leichter angehört. Ja, knapp 2 Jahre haben sie an dem gearbeitet, glaube ich. Also ein Jahr garantiert. Aber ich glaube, bei Alan Thomas haben sie irgendwas mal erzählt von 2 Jahren im Stream. Also sie haben sich echt Mühe gegeben, das ist ein Preis absolut wert. So, schauen wir da vorne rein. Team Wookie! Zu Team Wookies. Man sieht hier gar nichts. Also der Sichtbereich ist halt schon bescheiden, ne? Hä, warum hat das einfach instant wieder aufgehört? Sind wir jetzt aber an der Tafel wieder vorbei. Was ist jetzt wegen dem Fenster? Mach den mal gerade aus. Wieder an. Ich glaube, das war gerade ein Grafikbug. Wäre ich schlau gewesen, hätte ich jetzt so gelassen. Dann hätte ich eine bessere Sicht gehabt, aber dann wäre es auch wieder nicht. Dreht er wieder durch hier. Das meinte ich. Wenn es nass ist, ist das Teil scheiße zum Fahren.
Ah, scheiße. ABS, ABS. Wird mir nicht das hier angucken. Ich bleib lieber drin. Vorerst. Wir biegen da noch links ab. Oh, bestimmt auch mal ein Abstellbereich hier. Jetzt auflösen. So anschaue, bin ich ziemlich sicher. Naja, wenn es nicht mehr braucht wird. Verlassene Eisenbahnanlagen finde ich dann schon interessant zum angucken. Also in echt, wenn ich es gerade sehe, gehe ich gerne mal nach und stelle mir vor, was da wohl gewesen ist. Technikmuseum in Berlin hat ja da den Überreste vom Bahnhof. Da sieht man da recht viel, wenn man in den Wald reingeht. Ist nicht ganz ungefährlich, aber ist schon spannend, da mal selber durchzugehen. Habe ich auch ein kleines Video auf YouTube. Wer sich das mal ansehen will. Und schon jetzt wieder schön hier. Die nächsten paar Minuten. Bitte entschuldigt. Bremszeitpunkt habe ich bei dir einfach noch nicht draußen. Ja, die auch wieder bis nach ganz vorne, oder? Nein, nicht, na, gar nicht mal. Wahnsinn, dass ich das doch mal schaffe hier. Ah, die paar Meter da. Schauen wir den hinten aus. Alles gut. So lobe ich mir nicht. Aber ganz am Anfang der KI-Verkehr, der war schon geil. Ich meine jetzt auch zwischendurch. Ich glaube, das ist soweit es geht realistisch. Nicht so, dass alle paar Minuten Zug vorbeifahrt. Also es ist eine U-Bahn. Oder eine echt eng getaktete S-Bahn. Was ist hier mit einer S-Bahn vergleichen? Also London rum sicherlich. Ja, wird schon sagen, S-Bahn.
Ich mag das ja an sich schon von außen. Mit unserer schönen Szenerie. Ich soll nochmal schreiben, ob euch das stört, wenn ich das Fenster aufmache. Für einen Motor. Mache ich dann schon nur gern. Vor allem bei der Class 47. Mein Liebling. Geht, ich glaube, ich gerne mal als Modell. Aber nicht von Lego und Co. So richtig authentisches Modell. Ich glaube, da würde ich mal sogar ein echtes Modell für die Modelleisenbahn holen. Also ich habe zwar ein paar Modelleisenbahnen so mehr. Aber da könnte ich ab und zu mal den Decoder anmachen. Einfach just for fun. Wahnsinn, jetzt ja nochmal Speed hier. Ah, scheiße. Ja, ich drück doch. Ah, was soll denn das? Ich hab drückt. Ah. Oh, die Bremse lösen sich wieder. Bin ich gar nicht gewohnt. Ein bisschen was los hier. So. Größere Stadt, größerer Bahnhof. Das war jetzt ein bisschen zu stark. Das Chaos. Ach, Chaos war jetzt da vorne, oder wie? Ja, wäre da vorne gewesen. Jetzt ist... So. Red One, please shut down this cap and set the blinds to red red. Set blinds to the other cap to 75. Ach so. Dann was ist da? Schlüssel raus, Lichter aus. So, dann einmal hier Root. Gut, dann ab in die... Ah, scheiße, brauche ich das andere Hut hier. So. Warum registrierst du jetzt den Halt nicht? Muss mal kurz anfahren hier. So, der da. Oder weil die Zeit noch nicht da ist. So, 75 hat es geheißen. Es heißt 7. Gut. Schauen wir mal. Nice. Wusste ich jetzt gar nicht, dass wir da wieder retour fahren.
Ja gut, deswegen halt dann die Stunde. Ich hoffe, der tickt das jetzt hier noch. Ach so, ne, fahren doch nicht zurück. Okay. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Mir ist sehr gefallen, vor allem der Anfang. Ist wirklich viel Verkehr. Er hat noch mehr Szenarien und mal schauen. Vielleicht fahren wir da gerade noch ein, zwei von denen, von ihm. Also, bis demnächst und nicht vergessen, Kommentar da lassen.